Herzlich willkommen bei Hallo Herne. Wir stehen hier am alten Hafenkran Nummer 4, dem sogenannten Krummen Hund. 90 Jahre hat das ehemalige Industriedenkmal hier an dieser Stelle im ehemaligen Banner Westhafen gestanden. Ab morgen, Dienstag, dem 13. März, soll es abgerissen werden. Gerade eben haben sich zwei Mitarbeiter der Abrissfirma Satiris, die im Auftrag des Unternehmens Interzero diesen Abriss durchführen soll, die Baustelle angesehen und beide waren gelinde gesagt erschrocken, weil so, wie sich alle das vorstellen, geht der Abriss nicht, sagten sie. Zunächst mal fanden die Mitarbeiter hier vorne jede Menge brennbares Material, was mit einem Schneidbrenner leicht entzündlich ist. Und des Weiteren geht der Plan, diesen krummen Hund einfach umzureißen, auf keinen Fall, wie sie sagten, weil in der Umgebung viel zu viele Autos, viel zu viele Zäune, viel zu viele Auflieger stehen. Das funktioniert so wie geplant nicht, wie sie sagten. Höchstwahrscheinlich muss dieser Kran in Einzelteilen mit einem anderen großen Kran, Autokran, einzeln Stück für Stück abgetragen werden. Und ob das in 2 Wochen machbar ist, das wird sich erst am Dienstagmorgen herausstellen, wenn hier die erste richtige Baustellenbesichtigung stattfindet mit den Fachleuten vor Ort.